sehr schön. Kann man bei euch mitdriften? Wir wollten erstmal den Stream so ein bisschen unter uns halten, denn das Chaos ist schon groß genug, aber es kann sein, habe ich schon überlegt, dass man zum Schluss vielleicht öffnet und wer will, kann rein. Und dann driften wir alle zusammen. Oh, wir sind alle. Haben wir sie wieder alle beisammen? Nee, warte. Doch, der Piratkine ist da. Piratkine. Was? Piratkine? Da ist nur noch ein Scheinwerfer vorne. Das Schöne ist, wir fahren die gleiche Strecke auch wieder runter. Und runter ist natürlich viel einfacher und besser zu kontrollieren. Moment. Habe ich gerade Schüsse gesehen? Nein. Aus meinem Auspuff wenigstens. Das Tofu ist verschüttet. Das Tofu ist verschüttet? Ja, der hatte mal Tofu in so einem kleinen Becher mit Wasser. Und sein Vater hat gesagt, das muss da so war so vernünftig, dass das Tofu so ankommt, dass kein Wasser verschüttet ist. Sonst kriegt er Ärger mit seinem Vater. Und dann hat er sich halt selbst die Herausforderung gegeben, so zu driften oder so schnell zu fahren, kontrolliert, dass nichts verschüttet. Und ich brauche ein frisches Auto. Ich auch. Nein. Doch, ich möchte hier oben ein bisschen um den Block fahren. Denn hier zeigen wir jetzt unsere schönen Autos nochmal. Okay, dann hole ich mir auch mal ein neues, weil, ja. Oh, das ist eigentlich ziemlich cool. Vielleicht können wir dann in den Sonnenaufgang driften nachher. Guckt einfach in eine andere Richtung, dann müsst ihr das Auto in den Nähe spawnen. Ja, perfekt. Weil, kleiner Trick. Auch noch ein Stückchen nach oben gucken oder sowas, glaube ich, auch mal ein Trick. Wenn man ein Auto spawnt und man guckt in der Richtung, dann spawnt es halt eben nicht dahin. Deswegen nur von einer anderen Richtung gucken. Ja, oder es spawnt halt auf dem Berg. Oder hinterm Berg. Bei mir. Ach, bei dir auch? Hinter der Kurve? Ja. Warte. Oh, sehr schön, Morita. Das war schön. Ja, du bist ein Stück weiter hinter mir. Ja, ich seh's. Na, der rote Mini. Ich hab Angst vor roten Minis. Also, wenn du. Also, ich hab dich gesehen. Aber warte, ich fahr den mal weg. Fahr du mal vorbei, damit ich dir nicht reinfahr. Ich fahr den Weißen, der ist vor dem Weg. Sorry. Schön ausgewichen. Alles gut. Weil der steht gar nicht so schlecht, aber der steht zu weit mit dem Frontwagen auf. Ich hab den Wagen nicht unter Kontrolle. Wo? Stratos, hast du extra weißen Reifenqualm, oder? Ja. Wie extra? Welche Farbe hat der Reifenqualm denn sonst? Ja, ich hätte auch gedacht, der wäre weiß, aber bei Morita wirkt der irgendwie so wie mit Pavol gewaschen. Ja, bei Stratos. Der ist so richtig rein weiß. Oh, wir streamen natürlich. Sponsored bei Split Bang. Oh Gott, ich hab das Ding echt nicht im Griff, es tut mir so leid. Lina hat natürlich, diesmal habe ich nicht lila, sondern rosa, glaube ich. Ich habe, glaube ich, schwarzen. Ja, hast du. Und Morita hat grün. Ich habe genauso grün wie Loco. Ich habe entweder lila oder pink. Ich habe nur grün, weil du hinter mir fährst mit deinem grünen Scheinwerfer. Ja, okay. Oh, sorry. Vergessen zu muten. Sorry. Okay, wollen wir kurz parken und unsere Autos nochmal präsentieren? Ja, ich glaube, ich habe an der Seite wieder Kratzer. Stellt euch mal unter die gelben Laternen. Ich glaube, das sieht ziemlich fancy aus. Yes. Warte mal, wir sind vier, ne? Ich fahre mal eben den Bel Air hier weg. Da könnte nämlich zwei auf die eine und zwei auf die andere Seite fahren. Moment. Warte, wir sind fünf. Ich weiß nicht, wie du auf vier kommst. Weil ich nicht zählen kann. Ja. Dann machen wir zwei und drei. Yes. Lass mal so angeschrägt hinstellen. Okay. Morita, du kriegst gleich ein Parkticket, wenn du so stehen bleibst. Und einen Fotowagen rein. So, kommt das hin vom Winkel? Keine Ahnung. Ich glaube grob. Passt. Ja. Fancy. Oder Morita hier vorne in die Mitte. Wo man nichts sieht. Was nicht du eigentlich mit deinem neuen Fancy? Ich meine, es ist ja dein Stream. Ach so, ja, ach, aber es geht ja um das Auto im Stream, ja. Siehst du? Aufs Grün so ein bisschen so. Ja. Yes. Ich gehe das Auto auch schon parat. Licht an oder Licht aus? Guck mal, wer ist mir Max Klappschein werfen? Ach so. Mm-mm. Ja, sorry, ich war kurz. Brain up. Aber guck mal, Wespi. Aber der Mann parkt ein, das passt perfekt, sehr schön.
Das hat doch viel Schönes. Sehr nice. Ja, schön. Dankeschön. Links haben wir Dunkelheit. Kine Morina, macht ihr auch noch? Ja, ich bin schon dabei. Ah, cool. Ich hab auch eins gemacht. Nein, Licht an. Allen mit. Licht an sollst du machen. Ach so, Moment. Ich mache jetzt keine Screenshots, ich mache mit dem Editor die Aufnahmen, genau, da kann man nachher. Das Schöne ist auch, die Straße sieht so leicht feucht aus. Das ist wie mache ich das nochmal? Ja. Fahrzeug fernsteuern, Motor an und dann ist vermutlich das Licht schon an, weil du es zuletzt anhattest. Ich habe nur Fahrzeugtüren. Nee, warte. Fahrzeug fernsteuern. Mhm. Ah, fernsteuern. Da war. Entschuldigung. Fahrzeug fernsteuern steht da. Ah, so. Wieso kann man eigentlich E-Cola im Inventar haben und trinken, aber nicht Sprunk? Nein. Ja, so. Sehr schön. Nice. So, ja? Ja. Okay. Sorry. Alles gut. Das sieht doch ziemlich schön aus. So, wir haben jetzt hier natürlich meinen Banda Trueno. Muss ich nicht erklären. Ihr wart dabei, als ich ihn umgebaut habe. Ich finde, er ist sehr gut gelungen. Ich hoffe, er gefällt euch auch. Jedenfalls gefällt er mir sehr gut, vor allem die gelben Scheinwerfer und die weißen Streifen an der Seite. Ich bin so froh, dass es das gab. Und diesen Schriftzug. Da steht sogar mein Name irgendwie drin. Also der ist wirklich fast perfekt, finde ich. Baum ist da, Moinsen. Du kommst gerade rechtzeitig zur Präsentation. Wir sehen hier nämlich nicht nur den, sondern auch alle drei anderen Autos, die man bisher gewinnen konnte. Angefangen hat alles mit dem Remus, den Vespi hier präsentiert. Mein Name so auf. Anis Remus im Prinzip. Nissan S13 ohne Klappscheinwerfer, Coupé, ich weiß die ganzen Bezeichnungen nicht so genau. Er sieht ein bisschen aus wie ein Calibra, deswegen ist meiner rot. Finde ich sehr schön und Vespi mag ihn auch sehr gerne. Könnt ihr mal alles öffnen? Alles öffnen. Noch richtig Luft reinlassen in die Buden. Du hast doch Nase zu. Du hast Nase zu? Jedenfalls haben wir dann jetzt hier den Vierzylinder bei Vespi. Ich weiß nicht, ob man die Katze gehört hat, vermutlich nicht, aber sie hat es direkt kommentiert. Ein sauberer Kofferraum, Vespi. Und innen drin Sportlenkrad, ansonsten schön aufgeräumt hier drin, blaue Nähte in den Sitzen. Das ist ein richtig schönes Ding. Direkt daneben, zu dem kommen wir nachher, denn er gehört nicht zu dem DLC, aber er passt halt zum Thema. Deswegen habe ich mir gewünscht, Stratus hat einen extra gebaut. Also, das ist der Remus. Den konnte man erst gewinnen. Dann konnte man gewinnen den Warner HKR. Ich meine, das ist ein Skyline 2000 GT Pickup. Was ich verwirrend finde. Oh, schön, die Heckklappe geht runter. Ein also, fancy hab ich schon nicht gesehen. Die Motorhaube ist zu, ja. Das ist ein Geheimnis, bestimmt LS. Ich mach den auf, warte kurz. Mach einfach nochmal, Süße. Fancy Lenkrad. Die hat eine pinke Mittelstellenlackierung. Marker. Markierung. Fancy. Ich glaube, bei denen geht die Motorhaube nicht auf, scheinbar. Okay, ist nicht schlimm. Das kommt. Da geht tatsächlich nicht. Kann ich nicht separat machen. Ich kann Kofferraum. Das Komische ist. Also, ich bei dem Modell finde ich, das ist das Einzige, von dem ich nicht so begeistert war, dass es das gab. Aber ich habe es auch und ich habe auch viel Geld reingesteckt. Und der fährt ganz lustig. Dann gab es den ZR350, also Mazda X7. Wäre mir Moridas Auto, an dem ich die halbe Livery zensieren darf. auch mit Turbo? Auch ja, hab ich gerade ihm noch schnell gekauft. Cool. Den Original hat er das da nicht drin und selbst wenn ein Turbo nachrüstet, ist da kein Turbo gezeigt, dann muss man nochmal 40.000 Dollar für ausgeben. Das ist super toll. Ja. Und ganz wichtig, warte, ich komme jetzt kann mir kurz helfen. Morita hat seinen Mischpult im Kofferraum. Oder was ist nee, das? Nee, das ist ein kannst du damit tauchen? Was? Das ist eine Tankzelle. Benzinzelle. Ach so, ja, ich habe einfach einen Tank unterm Auto. Ja, ich hab. Ja, guck mal her. Ganz wichtig, was du ja nicht gezeigt hast. Was habe ich nicht gezeigt? Deswegen leuchte ich. Wackelmotor. Zwei Scheiben Wackelmotor. Yes. Das finde ich ziemlich nice bei dem Modell. Ja. Und innen drin. Was macht mein Charakter? Okay, gut. Steigt links, rechts ein. Reicht auch. Zusatzanzeigen, als wäre es Meister Makar. Du hast hier ziemlich Racecar umgebaut hier drin, ne? Fancy. Und dann haben wir halt Stratos Foto.
der Karin Fujin das Original gehabt. Das Schöne ist, der ist halt dieser, eher der Levin mit diesen eckigen Scheinwerfern, nicht mit den Klappscheinwerfern wie der Truino. Ich könnte euch voll quatschen über Toyotas, aber das habe ich mit den anderen schon gemacht und die waren schon nicht so begeistert. Ich kenne mich auch nicht so gut aus, aber ich weiß, dass ich googeln muss. Und der ist halt das Stufenheck, was tatsächlich als Coupé, glaube ich, gilt. Das ist das Fließheck. Ich finde es cool, dass sie den jetzt auch nachgereicht haben. Den gibt es schon länger. Auch GTA 4 hatte den Foto schon drin. Finde ich ziemlich nice. Wer den weiß lackiert, ist quasi so ein bisschen so das Auto von dem besten Freund von dem Protagonisten in Initial D. Das finde ich ziemlich cool. Aber ist das eigentlich alles sehr gut zusammen. Das ist auch ein Firma 4, ne? Nein, das ist alles Heck. Schleudern. Weil bei GTA 4 war der Futur in Firma 4 immer. Meinst du? Ja, das steht sogar drauf. Völlig falsch. Steht sogar auf der Seite Futur in Firma 4. Okay. Nee, das müsste der Hecktripler sein. Nee, der schleudert ja schon, wenn er auf Straße klaust, dann schleudert er schon das Heck rum wie verrückt. Okay, die Sonne geht langsam auf. Ich habe keine Stimme mehr. Sollen wir den Berg wieder runterdriften? Yes. Nice. Ich drücke irgendwelche Tasten, wenn das okay ist. Hallo Alexander, schön, dass du auch da bist. Was hat denn die Katze? Ich weiß auch nicht. Die quatscht hier rum. Muss ich die Türen jetzt einzeln schließen? Na, auf keine gehen. Wenn du auf keine gehst, macht er halt Türen zu. Ja, nee, er hat nur die Heckklappe geschlossen. Ich hab das im Griff. Ist ein altes Auto, da funktioniert sowas noch nicht so gut. Per Fernbedienung Türen schließen sowieso ein bisschen weird. Okay. Gut. Lasst uns ein paar Reifen zerstören. Oh, das hätte so ein schöner Drift sein können, Loco, wenn du es nicht versemmelt hättest. Achso, fahren wir in der Richtung. Ich dachte, wir fahren in eine andere Richtung. Ich hab's vergessen. Hä? Nee, hier runter ist richtig. Ja, ist okay. Seid ihr schon losgefahren? Ja. Hier ist er weniger los, Gott sei Dank. Können wir mal ganz kurz gucken, wie schnell denn der Foto eigentlich ist. Wahrscheinlich nicht so schnell, aber beschleunigt halt. Wie verrückt. Komm, ich muss bevor wir hier driften. Ja, schon wieder ein roter Mini. Die roten Minis sind echt gefährlich. Roten Minis. Okay, ich glaube, wir können schon langsam. Ich mach Joghurt. Ich mach Yoga, den sterbenden Samurai. Und jetzt hier schön driften. Komm schon. Einmal schön. Nein, ich habe ihn abgebrochen. Ja, ich musste gerade auf, ey. War den Klumpen Tofu im Weg? No. Mini, ein roter Mini! Alter, Futter rein. Futter Mini, Futter rein. Bin ich, wo seid ihr? Ich glaube, hier bin falsch. Ja, du hättest links abbiegen müssen. Ja, genau, ihr hättet links abbiegen müssen. So, noch ein bisschen. Ich weiß auch nicht, wo links, aber ist okay. Wir können ja zurück zu denen, komm. Nein, die kommt schon. Die ist schon unterwegs. Okay, ich hab das im Griff, was ich hier tue. Ja, ich glaub's auch. Ich glaub nicht, ich brauch ein paar Vitamine, warte mal. Ach, da ist gar keiner da, ne? Schade. Schade. Wollen wir ein bisschen... Weil jetzt ist ja... Jetzt sind wir den Berg schon wieder runter. Einfach ein bisschen spontan weiter driften. Ich kann ja mal gucken. Klar. So. Hat jemand einen Vorschlag? Will jemand vordriften? Keine Ahnung. Jetzt würde ich einfach sagen, wir fahren... Hat Vespi einen Plan? Nö. Cool, wo ist denn Norden? Norden ist über uns. Wir können jetzt links oder rechts fahren. Beide Strecken führen nach Norden. Dann fahren wir hier lang. Und driften. Ha. Oh, hier geht's aber fies bergab. Hier ist voll die BMW-Gang gerade. Drei Sentinel Cabrios direkt nebeneinander. Wow. Es waren fünfmal die gleichen Autos direkt nebeneinander. Das ist auch... Sieht man auch so selten in der Form. Vorsicht, ja. Klippe! Niemand ist in der Bretagne gelandet. In der Bretagne? Ist das ja, so nennst du mich.
Ich weiß, dass ich eigentlich auf der Straße bleiben soll. Danke, mein Sohn. Bleib auf der Straße, Mama. Hast du es nicht? Nein, hast du nicht gehört? Er hat gesagt, ja. Mama, aufassen. Oh, sorry. Ich hab nicht gesehen, dass er noch weg ist. Ich würde aber gerade sagen, jetzt kommt ein Fun Fact, ich war noch nie in der Bretagne. Ich glaube, ich auch nicht. Ich war nur in Straßburg. Und hab für 2 Stunden Parken 13 Euro bezahlt. Ja, wer beim Hauptbahnhof parkt, ganz ehrlich, selbst schuld. Ja. Aber es gab im Parkhaus Vogelgezwitscher über Lautsprecher. Das ist fast so schlimm wie das Grillenzippen über Lautsprecher bei uns hier in der Innenstadt. Innenstadt. So sehr kommentiert, ja. Muss man mit mir kommentieren. Grillenzirpen? Was war das denn gerade eben? Hast du nicht gesehen? Weiß ich nicht. Nee, ich meine eher das andere. So, gehüpft eben. Das. Ja, hab ich auch gesehen. Wir haben Autos runtergehüpft. Gehüpft? Ja. Alle am 102.000, ruhig ich nicht. Also ich will jetzt gerne noch ein bisschen mit euch driften. Ihr könnt auch selbst noch Sachen vorschlagen, die mit Autos machen können. Und dann möchte ich gerne noch ein Glücksrad drehen. Das wäre nämlich echt fancy, wenn ich auch noch das Auto gewinne. Ich glaub's nicht. Das ist eher so Vespis-Bereich. Wie wär's, wenn wir... Hier hochdriften. Ich hatte eine schöne Stelle. Und dann folgen wir das Schild. Nein, aber zum Weinwurzsein hochdriften. Und wieder runter. Danke. Entschuldigung. Ich fahr einfach hinterher. Das ist die Spuren eines coolen Drifters, Mann. Hallo. Es müssen auch nicht zu viele Spuren sein. Oh, Entschuldigung. Ich hab aus Versehen auf Gas und nicht auf Bremse gedrückt. Ah, wieso sind die so stabil? Ich hab's befürchtet. Das war auch schon mein springendes Affengeräusch. Entschuldigung, ich wollte dich nicht schneiden. Alles gut. Es kommen aber ziemlich viele gleiche Autos. Das Spiel ist gerade sehr ideenlos beim Spawn von NPC-Fahrzeugen. Hallo Baum, danke Baum, tschüss Baum. Voll viele Banshees gerade. Hey, Mann. Dieses Auto war gerade mega gemein. Ja, ich hab's gesehen. Nein, Entschuldigung. Komm, wir machen einfach unsere eigene. Banshee, da vorne Hank, kommt eine Banshee. Hank Wackel. Sorry. Obwohl keine roten Minis. Ja, alles gut, solange keine roten. Wieso? Das können meinetwegen Panzer kommen, solange keine roten Minis kommen. Da, Banshee. Oh. Hat keiner gesehen. Okay. Was hast du gewollt, Loco? Was? War das gewollt? Achso, ja, du wolltest. Hast du das gesehen? Ja, ich wollte ja zu dem Sign. Yep. Der wollte mich. Genau. Der wollte mich da kriegen, wo er mich mitkriegt. Nein, nicht weg! Ich wollte schön driften und nicht, Achso, wir wollen da unten rein, okay. Ja, wollen wir. So. Ich hätte gerade aufs Rein driften. Hier fahre ich jetzt langsam. Kannst du auch Motor auf, steht offen. Ich komm nicht mehr da hoch. Ah, doch, jetzt. Boah, die Schüssel hat's echt schwer. Der sich ruhig dazwischen hier anzuhalten. Aber ich glaube nicht, dass wir beide dazwischen passen. Doch, stell dich dazwischen. Du ein bisschen mehr Platz machen. Mosi, kannst dich hier rechts neben mir stellen. Ich kann mich noch neben dich stellen. Ja, dann mach ich das doch. Ah, ich fall vom Berg. Nein. Tschüss. Achso, ja, gut. So, ich steh halt im Baum. Das ist nicht gut. Nein, das funktioniert nicht. So schlimm aus. Oh, meiner ist ganz schön zerflickt. Mein sieht irgendwie am besten aus. Ja, was ist da los? Ich weiß es auch nicht. Ich okay, meiner hat vorne ein paar Macken. So. Sehr schön. The City. Ist cool. Huch. Ja, man rutscht hier den Berg runter. Achso, man klettert auch aus Versehen auf Autos. Ja, das stimmt. Tschüss. Ja, was machen wir, Kinder? Wo kann man denn noch gut driften? Wieso gibt es hier nicht so viele Driftstrecken? Sollen wir nicht mal auf der Teststrecke versuchen zu driften? Da kann man ziemlich gut beieinander bleiben, glaube ich. Oh, das wäre noch eine Idee beim Carmeet. Oh Gott, Tod und Verderben. Ich hole mir einen neuen für die Fahrt. Okay. Was, für die Fahrt? Ja. Könnte sein, dass sie ziemlich weit weg spawnen, ne? Oh ja. Ja, geil. Ja, erstmal. Egal, ich bleib mal hier stehen, dann kann ich euch hinbringen. Genau, ich bleibe hier stehen. Falls jemand was Neues haben will.